Ein Riesenbitte an euch, probiert es aus. Macht es selber mal. Versucht, eure Produkte als Geschichten in QVC-Form zu verkaufen. Ich kann euch sagen, selbst im politischen Geschäft kann man Produkt auf QVC-Niveau verkaufen. Ist alles nur eine Frage, wie man sich da reindenkt in die Sache. Versucht es, probiert es aus. Macht mal was ganz, ganz Verrücktes. Verlasst eure Komfortzone. Zieht euch eine Stunde QVC am Nachmittag rein und ihr werdet verstehen, wie das Ganze funktioniert. Viel Spaß. Dankeschön. Moin, moin, ihr Lieben. Das ist ja ein geiler Empfang und das nach der Mittagspause. Also ich glaube, Dan hat das super gemacht. Das ist der Entertainer, den brauche ich auf jeden Fall in meinem Büro. Jetzt muss ich mal mit euch gleich weitermachen. Ja? Ihr habt gerade schön Mittag gegessen. Richtig entspannt, den Magen voll. Ihr wisst ja, mit vollem Bauch soll man nicht schwimmen. Mit vollem Bauch soll man vielleicht auch gar nicht tanzen. Und dann denkt sich so, oh, nach der Mittagspause, wieso 100% geben? Vielleicht reichen ja auch 99%. Vielleicht reichen auch 90%, aber 99 reichen auf jeden Fall. Also, ihr hattet eben das Spektakel schon. Steht mal einmal auf, bitte. So. Fühlt sich total gut an. Alle aufstehen, hier du auch. Du hast noch, isst immer noch, das gibt's ja gar nicht. So. Ihr habt alle hinter euch einen gemütlichen Stuhl. Tut mir den Gefallen, setzt euch doch jetzt mal zu 99% hin. Probiert mal. 99%. Und halten. Da stehen auch welche. Ihr müsst euch hinsetzen. Halten, halten. So, wer fühlt sich gut? Wer glaubt, 100% wäre besser? Also setzt euch hin, macht es euch gemütlich. Ich glaube, eins ist klar. Ohne 100% wird das hier überhaupt nichts. Wir brauchen 100% und ich glaube, genauso funktioniert es auch im Marketing. Entweder ganz oder eben gar nicht. Ich habe selber bei mir wahnsinnig viel ausprobiert und ich war gerade so 20 Jahre alt. Ich hatte eine tolle Idee. Es war gerade die Zeit von Doodle Jump, Angry Birds. Dann dachte ich, oh, auf den Zug springe ich auch auf. Ich probiere mal irgendwie eine App zu programmieren. Ich will auch ein Spiel. Jeder will ein Spiel haben. Ich fand es total cool. Und dann habe ich mir überlegt, was könnten wir denn machen? Was wäre denn jetzt so das Spiel, was vielleicht ganz gut ankommt? Und ihr wisst ja, am besten verkauft sich Sex und Schmuddeleien. Mit Sex wollte ich nichts zu tun haben, jedenfalls als Politikerin schwierig. Ja? Also will man das vielleicht auch gar nicht. Also habe ich mir gedacht, ich suche was anderes. Und habe ich eine Ente gebaut, weil ich liebe Enten. Und zwar nannte sich das Spiel Operation Duckstorm. Diese kleine, süße Ente kriegst du immer Essen über ein Förderband und daraufhin hattest du ein Furzbarometer auf der linken Seite, was je nach Essen irgendwie stieg und fiel. Wir hatten Endgegner mit Duck Norris, wir hatten Duck Vader, also wirklich die ganz, ganz Großen. Es war total lustig und es hätte eigentlich so gut funktionieren können, aber irgendwie waren 50.000 Euro weg. Programmierkosten. Was ich leider vergessen habe, war Marketingbudget mit einzurechnen. Jetzt könnt ihr sagen, boah, Anfängerfehler. Ja, ich war 20 und ich dachte, naja, komm, so schlimm wird's schon nicht und so viel Geld braucht man nicht. Ich programmiere einfach ein lustiges Spiel, wo die Leute richtig, richtig Spaß dran haben. Aber ich habe die Marketingkosten vergessen. Und jeder, der mal versucht hat, so eine App zu bauen, weiß, ohne Marketing funktioniert so eine Kiste nicht. Es wird nichts und deswegen auch da. 100% geben, richtig weit denken, alles mit einplanen und ich habe einen riesen Fehler gemacht. Das Spiel ist total gefloppt, hat überhaupt nicht funktioniert, aber trotzdem kann ich sagen, hey cool, ich habe ein eigenes Spiel gehabt. Wie funktioniert Marketing generell? Ich meine, jeder von uns kennt bestimmt gefühlt 1000 Wassersorten. Wir haben Voss, wir haben Fiji-Wasser, wir haben sogar Bling-Wasser für 73 Euro die Buddel, weil ein paar Kristalle da oben drauf sind. Es ist alles dabei. Wir haben Filzer, wir haben, keine Ahnung, Billigwasser, wir haben alles. Warum kaufen wir eine bestimmte Sorte Wasser? Schmeckt eh alles gleich. Wir kaufen, weil die Verpackung gut aussieht und wir kaufen das Wasser, weil die Story dahinter einfach richtig, richtig gut ist. Und dieses Storytelling, da will ich euch jetzt noch ein paar Sachen zu erzählen, weil ich glaube, das spielt eine enorme Rolle. Wer hat das schon mal mitgemacht? Wer kennt das? Und dass man sich wirklich auch so ein bisschen blenden lässt, ja? Also Parfumverpackung. 95% sind Kosten nur für den Flakon. Das Innere kostet nichts, gefühlt. Was haben wir also gemacht? Ich habe mir dann gedacht, naja, das ist das eine, ja, Verpackung,
Es geht um Verpackung, es geht um das Produkt, es geht um die Geschichte dahinter. Was kann man noch machen? Ich war damals eben, Dan hat es gesagt, ich fing bei der FDP an. Ich werde euch nicht mit politischen Themen langweilen, keine Sorge, aber es war eine super spannende Situation, weil wir wurden von klassischen Medien komplett ignoriert. Es gab uns nicht. Und jeder, der von euch anfängt, eine Firma zu gründen, weiß, wie schwierig es ist, überhaupt, dass Medien über einen berichten. Was habe ich also gemacht? Wir haben uns ausgedacht, wie können wir einen richtig, richtig guten Social Media Account bauen, der dazu führt, dass wir die anderen überzeugen. Das heißt, ich habe mir überlegt, okay, wir machen einen Account, wo wir wirklich gefühlt alles preisgeben. Wir machen Meinungsabfragen. Wir machen ganz bewusst richtig provokante Aussagen. Das könnt ihr auf jedes Produkt übertragen, weil ganz ehrlich, Politik ist auch nur ein Produkt, was du verkaufen musst. Die Frage ist, wer kann es am besten? Trump ist auch nur ein Produkt. Hart, aber leider wahr. Wir haben uns überlegt, was können wir noch abfragen? Wie können wir Leute mitnehmen? Wie können wir ganz bewusst auch mal Menschen überzeugen von unserer Idee? Wie können wir auch mal völlig verrückte Sachen posten? Ich habe mich persönlich dargestellt. Ich habe von mir Sachen preisgegeben, wo ich sage, das geht niemandem normalerweise was an. Aber in dem Moment ist es vielleicht wichtig. Und ich kann euch sagen, es hat super funktioniert, weil auf einmal kamen die Postings, die wir bei Facebook oder Insta gemacht haben, landeten in den klassischen Printausgaben. Nachher haben die Redakteure der normalen klassischen Medien tatsächlich online geschaut und haben sich den Content online rausgeklaut und am nächsten Tag in der Tageszeitung gehabt. Also vielleicht auch, ist auch das nochmal eine Überlegung, wie du Marketing auch über diese Medien versuchst zu transferieren in eine ganz, ganz andere Welt. Ihr könnt damit persönliches Branding machen. Wenn ihr Produkte habt, seid ihr in allererster Linie immer die Visitenkarte nach außen. Ihr seid euer Produkt als allererstes, völlig egal, was ihr verkaufen wollt. Es kommt darauf an, wie tretet ihr auf? Was habt ihr für Klamotten an? Das ist gerade, ich meine, ich komme aus Bremen, ja, hanseatischer geht's kaum. Wenn du da hier mit so komischen Sternchenturnen schon rumläufst, bin ich immer ein Außerirdischer. Also überlegt euch, wo ihr hingeht und wie ihr da hingeht. Und bei mir war ja nun gerade Höhle der Löwen, erste Staffel. Ich habe echt viel gelernt. Oh, ich habe viel gelernt. Erste Staffel, vielleicht wissen das einige noch, war ich immer in so Kostümchen. Ich zeige euch das mal. Da musste ich immer so sitzen. So und so. Warum? Da war die Kamera, so wie jetzt auch. Und wenn der Rock zu kurz ist, liebe Damen, ja, dann kannst du halt nicht gemütlich sitzen. Funktioniert nicht. Das heißt, du wirst gezwungen, immer aufrecht zu sitzen, die Beine überzuschlagen und automatisch siehst du aus wie die letzte Tussi, obwohl du überhaupt nichts gemacht hast. Es ist eine Frage, wie du wirkst, wie du rüberkommst. Nächste Staffel. Entspannt Jeans, Turnschuh, da konnte man auch mal entspannt sitzen. Da konnte man sich auch mal zurücklehnen. Es ist eine ganz andere Frage, wie man sich präsentiert, wie man sich gibt und was du zeigen kannst. Und gerade das ist auch für euch entscheidend. Ihr seid das Produkt in allererster Linie, egal was ihr verkauft. Ihr seid das Entscheidende und es geht um als allererstes um euch. Es ging dann weiter, Facebook, wie gesagt, ich habe einen Shitstorm gekriegt. Wer kennt sich aus mit Shitstorm? Ja, wenige. Ich hoffe, bei euch anderen bleibt es erspart. Also bei mir war es richtig krass. Ich kriegte einen Shitstorm par excellence, inklusive Morddrohung, Kehle durchschneiden, verbrennen, aufhängen. Es war alles dabei. Ich kann euch nur raten, nutzt die sozialen Medien für euer Marketing. Ihr könnt eure Produkte vertreiben, ihr könnt euch darüber vertreiben, ihr könnt euch bewerben. Wenn ihr gerade mit so einem Shitstorm vernünftig umgeht, wenn ihr versucht, das Ganze so aufzubauen, dass du sagst, okay, ich beantworte das vernünftig, dann werdet ihr feststellen, wird sich die Community untereinander total aufteilen. Die, die euch beschimpfen, sind auf einmal die anderen, die euch verteidigen. Ihr müsst gar nichts machen, nur eins ist wichtig, löscht nichts. Lasst es drin. Wenn euch jemand zerstört, lasst ihn. Es wird jemand anders kommen, der euch verteidigt. Und es ist das Beste, wenn ihr untereinander die Community das ausmachen lasst, anstelle, dass ihr versucht, immer euch zu verteidigen, weil dann kommt ihr in so einen Modus rein, wo man vielleicht überhaupt nicht rein will. Marketing ist natürlich wahnsinnig vielseitig. Und ich habe mir überlegt, was kann man noch machen? Wie kann man auch raus aus seiner Rolle? Wie kann man auch Marketing subtil betreiben? Was kann man noch machen? Wir haben dann uns überlegt, wie gesagt, noch mal einmal zurück auf das politische Beispiel. Wie kann man Politik als Produkt vertreiben? Wie kann man Botschaften rüberbringen? Wie kann man ein Produkt bekannter machen? Und wie gesagt, eben auch zum Wasser kommt. Es ist ja wirklich dieses Storytelling, was entscheidend ist. Also, es gibt mittlerweile ein riesen Angebot. Wir haben so eine Welt von Produkten und jeder kann alles sich kaufen. Die Kaufkraft ist auf der einen Seite da und im Zweifel erfindet ihr nichts Neues, sondern nur was
ein bisschen sich von einem anderen Produkt unterscheidet. Also müsst ihr was machen? Ihr müsst Erlebnisse bieten. Wenn du heute in den Laden gehst, willst du ein Erlebnis haben. Wenn du heute zu This is Marketing gehst, willst du nach Hause kommen und sagen, das war so geil. Es war mega, ich habe so viel mitgenommen. Ich habe nicht nur was gelernt, ich habe tolle Leute kennengelernt. Ich habe Energie gespürt, ich habe irgendeinem fremden Typen den Rücken massiert. Auch das ist ein Erlebnis. Ja? Im Zweifel werde ich es morgen erzählen. Und so wird jeder von euch was anderes mitnehmen. Und diese Idee haben wir tatsächlich genommen und haben die übertragen. Ich glaube, das kann jeder von euch auch für sich machen. Der Fehler ist, den man macht, ist, wenn man nur ans Produkt denkt und sagt, wie kann ich mein Produkt direkt verkaufen? Wir haben Folgendes gemacht. Meine Idee war damals zu sagen, wir brauchen Emotionen. Wir brauchen einen Ort, an dem man lachen und weinen kann. Wir brauchen einen Ort, der wahnsinnig identifikationsstiftend ist, wo man sagt, das ist irgendwie was, da brenne ich richtig für. Ich wollte einen Ort, wo jeder hin will, aber eben nicht jeder reinkommt. Weil so konnte ich Menschen für mein Produkt Politik begeistern, wo ich wusste, die kommen ja sonst nie im Leben. Wenn ich eingeladen hätte ins, keine Ahnung, Maritimhotel, Goldener Saal, Konferenzsaal, schöne Konferenzbestuhlung, gibt ein Wasser und das war's, kommt da keiner. Also, wo waren wir? Wer hat eine Idee? Wo würdet ihr hingehen? Was ist so ein Ort für euch? Irgendeine Idee? Berghain, geile Idee. Kann man machen, ohne Scheiß. Wenn ihr es kriegt, fett, richtig gut. Wir waren in der VIP-Ostkurvenloge des Bremer Weserstadions. Da hat keiner mit gerechnet. Ja? Fankultur auf der einen Seite, da denkt auch keiner an Politik, verdammt. Aber genau das war es, was es einzigartig gemacht hat. Wir haben überhaupt nicht groß über Politik geredet. Wir haben die Leute da erstmal hingekriegt und auf einmal hatten wir so viele Menschen, wie noch nie auf einer politischen Veranstaltung war. Die haben uns die Bude eingerannt. Und wir hatten, und auch das ist tatsächlich das Entscheidende, wir hatten alle da. Wir hatten ganz junge Leute da, wir hatten ganz alte Leute da. Wir hatten ganz, ich sag mal, die super rich da und wir hatten die ganz armen da. Wir hatten völlig egal, es war denen scheißegal. Die haben einfach gesagt, wir wollen diesen Ort sehen, wir wollen dahin, wir wollen was erleben, wir wollen gucken, was da tatsächlich stattfindet. Also versucht mal das auch für euch so ein bisschen zu verinnerlichen, wo könnt ihr sowas machen? Wir haben dieses Konzept beibehalten. Wir haben die nächste Veranstaltung dann gemacht in Berghain gibt es ja nun in Bremen nicht, aber wir waren in einer Großraumdiskothek und haben dort jemanden eingeladen. Wer kennt ihn? Saygin Yalçın? Sehr gut, ein paar Yeah höre ich, sehr gut. Saygin ist gebürtiger Bremer mit türkischen Wurzeln. Ich kann nur sagen, ein geiler Typ. Wenn ihr Inspiration braucht, guckt ihn euch an. Es ist Wahnsinn, was der geschafft hat. Wir haben Saygin damals, wir kannten ihn gar nicht. Wir haben ihn angerufen und haben gesagt, du, pass mal auf, wir sind hier eine politische Fraktion, wir finden dein Werk wahnsinnig. Der hat sellanycar.com gegründet und zug.com. Wir brauchen dich, Mann. Und dann sagte er, geil, mein Privatjet ist klar, ich besuche Mutti in der Neustadt. Wann soll ich da sein? Warum erzähle ich euch das? Weil, auch das, wir haben Saygin genommen, der hat seine Geschichte erzählt, er hat sein Storytelling gemacht, wir haben alle von ihm gelernt, es war eine mega Erfahrung, es war richtig, richtig cool. Aber das Entscheidende war, wir haben eben unser Produkt in dem Falle nicht nach vorne gestellt, sondern wir haben bewusst gesagt, wir schaffen ein Erlebnis, wir wollen, dass Menschen was mitnehmen, wir wollen, dass die Leute inspiriert sind, dass die richtig, richtig nach Hause gehen und sagen, yeah, ich will was machen, ich will was umsetzen, ich will gründen, ich will unbedingt meinen eigenen Lebensweg gehen. Genau das haben wir gemacht und es hat funktioniert. Und auch da wieder, es waren so viele unterschiedliche Menschen da. Überlegt euch mal, ob das vielleicht auch eine Idee ist, wo ihr sagt, da so können wir unser Marketing auch mal ein bisschen verändern. Ihr habt ja nun gemerkt, ich habe so ein bisschen verrückte Sachen schon umgesetzt, habe verschiedene Sachen gemacht. Wer von euch geht denn mal so regelmäßig raus aus seiner Komfortzone? Ein paar Hände sehe ich. Sehr gut. Was macht ihr da? Hier, du hast dich gemeldet. Was machst du? Fernsehen gucken. Okay. Kein Fernsehen. Aber wieso guckst du sonst den ganzen Tag nur Fernsehen? Und was machst du dann? Arbeiten. Aber raus aus der Komfortzone. Was machst du da? Lesen. Okay. Was macht ihr noch? Noch ein Beispiel. Du, da hinten. Hier ist voll dunkel. Singen, tanzen, Leute ansprechen. Sehr gut. Perfekt. Mega.
mach doch mal was richtig Verrücktes. Ich habe mir gedacht, für mich ist es schräg, ja, man muss ja jeder immer in seinem Verhältnis sehen. Ich hatte eine ganz tolle Idee, ich dachte, ich will mich mal bewerben irgendwo. Und zwar bei einer Firma, wo ich weiß, da will ich nie hin, da habe ich keine Ahnung von. Ich bin ohne Fernseher aufgewachsen, meine Eltern haben bis heute keinen. Also ein bisschen skurril, aber ist tatsächlich so. Und dann dachte ich, ich gehe dahin, wo es weh tut. Wo ich wusste, die werden mich fertig machen, ich habe keine Ahnung davon. Also bin ich ab nach Düsseldorf zu QVC. Kennt ihr QVC? Home-Shopping-Kanal. So, wer hat denn mal Lust, mit mir meine QVC-Geschichte nachzumachen? Ich will mal gucken, ob ihr besser seid als ich. Die, die sich melden, gehen nicht. Das ist gemein. Ich nehme mir immer irgendjemand anderen. So, den schnappe ich mir denn mal. Ich brauche mal zwei. Du hast total Bock, aber dann weißt du, wie es geht. Dann kann ich dich nicht nehmen. Du, dich nehme ich. Du kommst zu mir. Hast du Lust? Ja, genau du. Nee, du nicht. Das hier vorne, du. Ich brauche ein Mädel. Komm. Du bist mit mir. Gebt mal einen Riesenapplaus für unsere Freiwillige. Moin, Lenke. Janine. Grüß dich. Damit du nicht alleine bist, nehmen wir noch einen mit, oder? Komm, wir nehmen dir noch einen Jungen mit. Die melden sich alle. Hier, du guckst extra weg. Hervorragend. Im grauen Pulli. Kommst du mit? Das ist ein bisschen wie im Zirkus. Das ist total fies. Komm. Jetzt schauen wir mal, was ich euch beibringen kann. Kommt mal zu mir. Ihr müsst hier mit auf die Bühne. Hi, wie heißt du? Peter. Peter, moin. Lenke, moin. Grüß dich. Also, meine QVC-Geschichte geht so. Ich kam da an. Ihr dürft da stehen bleiben. Ihr kriegt hier ein Mikro. Das müsst ihr euch leider teilen. Funktionierte so. Ich kam da an. Saßen da in einem kleinen runden Konferenztisch rum. So ein paar Leute. Sechs. Ich war alleine. Ich habe noch nie in meinem Leben QVC gesehen. Habt ihr das schon mal gesehen? Nee. Regelmäßige QVC-Gucker? Beste Voraussetzung von meiner Übung. So, was haben die mit mir gemacht? Die haben mir so einen Backhandschuh auf den Tisch gelegt. Ihr kriegt so einen schönen Backhandschuh. Mit dir fange ich an. Ja. Verkauf mir den mal. Du hast, guck mal, wir gucken auf die Uhr, 30 Sekunden. Verkauf mir den mal. Also hier haben wir einen wundervollen, glibberigen Handschuh von Spring mit einem roten Eingang. Sehr gut. Der Eingang, hervorragend, ja. Und er ist ziemlich groß, das heißt, du brauchst große Hände. Es ist vielleicht also nicht für jeden so wirklich sinnvoll. Ja. Aber kostet nur 1,99 Euro. 1,99 Euro, das ist ja ein Schnäppchen. Sehr gut. Ist ein Schnäppchen. Okay, noch was irgendwie? Nee, mehr gibt es nicht zu sagen. Vielleicht... Peter, hast du noch Ideen? Wie würdest du? Guck mal, du hast jetzt übrigens nur zur Information, es waren gerade mal 20 Sekunden und dir fällt jetzt schon nichts mehr ein. So eine QVC-Sendung geht eine Stunde. Du bist dran. Ich habe mir oft im Leben die Finger verbrannt. Oh. Besonders an den Tagen, wo ich von der Party nach Hause gekommen bin. Gut. Hatte ich vielleicht 2, 3 Bier drin und habe richtig Bock auf eine Pizza gehabt. Und was gibt es denn Besseres, wenn man einen Handschuh hat? Sehr gut. Was gibt es denn Besseres, wenn man einen Handschuh hat, mit dem man auch unkoordiniert, weil er so groß ist, in den Ofen reinfassen kann, die glühend heiße Pizza rausholt und morgens aufwacht und sich denkt, okay, mir ist schlecht, aber zumindest habe ich mir nicht die Finger verbrannt. Sehr gut. So, ich muss mal fragen, ja, also ganz klar, der Klatschapplaus, muss ich mal kurz hören, von wem würdet ihr jetzt den Handschuh kaufen? Nehmt ihr Peters? Oder nehmt ihr doch eher Janines? Also wie ihr merkt, er kriegt erstmal 2 Dankeschön, Ü-Eier, ne? Ihr habt super mitgemacht, ich danke euch sehr herzlich. Ich erzähle euch jetzt, wie meine Geschichte weiterging und ich sag mal so, Peter, du hast den Ansatz schon verstanden. Das ist nicht schlecht. Ich sag euch, wie es war. Also, vielen Dank. Ja, was passierte, war tatsächlich eigentlich ähnliches, wie wir das jetzt gemacht haben. Jetzt können wir darüber diskutieren, es ist ein Frauen- und Männerphänomen. Ich komme aus dem technischen Handel, ja. Mir klickten sie nun dieses Ding dahin und sagten zu mir, verkaufen Sie mir den mal. Ich hatte keine 30 Sekunden, ich hatte 5 Minuten. Es waren die längsten 5 Minuten meines Lebens. Es war so schlimm. Und die gingen auch nicht um.
Und dann habe ich genau das gemacht, was Janine gemacht hat. Ich habe dann auch angefangen, erstmal zu fragen, kriege ich technische Daten, ja, technischer Handel, hier irgendwie Hitzebeständigkeit, Material, keine Ahnung, kriege ich nicht. Dann habe ich auch angefangen, das Ding aufzukrempeln, zu erzählen, wie schön das Futter ist, wie das meine Hand pflegt und schmiegt während des Vorganges, die Plätzchen aus dem Ofen zu nehmen. Aber auch da sind irgendwie wieder gefühlt nur 20 Sekunden um. Und dann stand die Moderatorin auf und sagte, haben Sie schon mal QVC gesehen? Nö, hab ich nicht. Und dann ging es nämlich los. Und dann hat sie eigentlich Ähnliches gemacht wie Peter, nur nicht im Sauf-Mode, sondern QVC ist Familienfernsehen. Sie hat Geschichten erzählt. Sie stand auf und fing an. Ach, es ist so schön, wissen Sie, wenn man morgens im Moment rauskommt, meine Lieblingsjahreszeit hat angefangen. Es ist so ein bisschen heimelig kalt morgens. Und ich gehe dann vor die Tür und das Erste ist, ich hauche in die Luft. Und man sieht seinen Atem, wie er sich in der Luft verflüchtigt. Und ich liebe es, morgens immer ins Büro zu laufen. Und überall leuchten und blitzen die Weihnachtslichter. Und ich sehe die Sternchen in den Fenstern. Es ist morgens noch so ein bisschen dunkel. Ich liebe diese Weihnachtszeit. Es ist so toll, diese Adventszeit. Überall liegt so dieser Geruch von Plätzchen in der Luft. Ihr seht, die Zeit rennt. Irgendwann, nach gequälten 5 Minuten, kam sie denn gefühlt zum Punkt und sagte, das Schönste ist doch in der Weihnachtszeit, wenn mein Neffe kommt, mein Neffe Peter, und der kleine Peter liebt Plätzchen backen. Nach 10 Minuten erzählte sie mir, dass dieser Handschuh dafür sorgt, dass Peter sich nie die Finger verbrennt. Es ist genau diese Geschichte gewesen und ich habe nach 6 Minuten schon gesagt, gib mir 10, ich kaufe sie alle. Also, ein Riesenbitte an euch, probiert es aus. Macht es selber mal. Versucht eure Produkte als Geschichten in QVC-Form zu verkaufen. Ich kann euch sagen, selbst im politischen Geschäft kann man Produkt auf QVC-Niveau verkaufen. Ist alles nur eine Frage, wie man sich da reindenkt in die Sache. Versucht es, probiert es aus. Macht mal was ganz, ganz Verrücktes. Verlasst eure Komfortzone. Zieht euch eine Stunde QVC am Nachmittag rein und ihr werdet verstehen, wie das Ganze funktioniert. Warum erzähle ich euch das? Lasst uns das Ganze ausprobieren. Ich habe so viel ausprobiert. Ich habe wirklich selber, ich war Kellnern. Kann ich euch empfehlen. Lebt das Leben eines anderen. Probiert was ganz anderes. Nehmt euch raus aus eurem Alltag. Versucht mal was Neues auszuprobieren. Ich war schon Geschäftsführerin. Ich war im Unternehmerverband Vorsitzende. Und dann war ich mittags mit einem wirklich Mittagessen, mit einem Vorstandsvorsitzenden einer Bank. Und abends habe ich mein Kostümchen getauscht gegen Jeans, Turnschuhe und so ein Catering-Shirt und stand dann schön am Zapfhahn ab 5 Uhr, passend bis morgens 4 Uhr und habe das mal 6 Tage durchgezogen. Ich sag euch, es ist Bewusstseinserweitern, was man da so erlebt. Erstmal, also ich kann euch sagen, ich weiß heute genau, wie der Kellner oder die Kellnerin mir gegenüber aussieht, weil ich sie anders wertschätze. Ich sehe sie völlig anders an. Und ich kann euch sagen, warum ist das Ganze passiert? Weil mein Banktyp hat mich nicht erkannt. Ich habe den 3-mal angesprochen mit seinem Namen. Der hat immer so weggeguckt. Kennen wir uns? Der hat mich nicht gesehen. Also verlasst eure Komfortzone. Probiert was völlig anderes aus. Und ich werde euch sagen, ihr werdet nicht nur Wertschätzung für euch selber nochmal anders definieren, ihr werdet Dankbarkeit für euch anders definieren und ihr werdet vor allem Sachen erlernen, die euch kein anderer beibringen kann. Du kannst sowas nicht in Büchern nachlesen. Probiert es aus, fühlt es, macht das. Und deswegen, macht was Irres. Ich schreie immer im Auto. Wer schreit im Auto? Oh, so richtig Gefühle rausbrüllen. So richtig Gas geben. Ein paar, sind nicht viele. Ich weiß nicht, wie es bei euch, bei mir war es eine Lernkurve. Ich saß am Anfang so im Auto so, habe gewartet, ob es irgendjemand hört. Immer an der Ampel, habe so geguckt, oh, hoffentlich steht kein Auto neben mir. Und selbst wenn kein Auto neben mir war und es dunkel war, habe ich mich trotzdem nicht getraut, laut loszubrüllen. Also probiert's aus, haut's raus, macht's mal. Also, wer hat jetzt Bock, mal seine Komfortzone zu verlassen? Wollt ihr mitmachen? Doch, ihr macht jetzt mit, nicht nein, ja. Also, aufstehen. Ihr kennt das Ganze ja schon. Also, jetzt, damit es mal ein bisschen bunter wird, tauscht mal ein bisschen durch die Reihen. Ja, mischt euch mal kurz. Mischen, mischen. Den anderen Partner neben euch kennt ihr schon. Macht mal eine kleine Reise nach Jerusalem hier.
mischen, 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 dass nicht jemand steht, den ihr schon lange kennt. Irgendwelche fremden Leute suchen. Gerne auch morgen den nächsten Ehepartner. So, und wenn ihr jetzt einen gefunden habt und ihr euch schon so fröhlich anlacht, dann kann ich nur sagen, nehmt euch mal alle ganz, ganz fest in den Arm. Knuddelt euer Nebeneinander, aber so Vollgas. Knuddeln, 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 auch die Jungs. Das ist nicht schlimm. Knuddeln, knuddeln. So, das war jetzt aber schnell. Ich hoffe, ihr macht das nächstes Mal öfter und probiert es mal aus, weil wenn man sich einfach mal in den Arm nimmt, merkt man, dass es gar nicht so schlimm ist. Es tut gut, jemanden mal in den Arm zu nehmen. Es tut gut, jemandem ein Lächeln zu schenken, weil überall, wo du jemanden anlächelst, stirbt bei dem anderen ein Problem. Also probiert es aus, macht das Ganze. Hat es jetzt irgendjemandem geschadet? Hat es jemandem wehgetan? Irgendeiner, der nicht geduscht hat oder so? Sieht nicht so aus. Deswegen habt ihr jetzt Bock, bitte alle die Komfortzone nächstes Mal zu verlassen. Das ist nämlich eure Hausaufgabe für mich. Ja, also sucht euch was aus, probiert es aus, verlasst die Komfortzone und definiert für euch Marketing anders. Denn ich glaube, genau diese Andersartigkeit ist das, was uns heute ausmacht. Und deswegen kann ich nur sagen, this is Marketing. Herzlichen Dank und vielen, vielen Dank.